Hey Leute. Hi, ich bin eure Ricky und das ist mein Popsofa. Total geil, dass ihr eingeschaltet habt. Hör mal, ich hab mir letzte Woche hier für meine Decke hier diesen Deckenfluter gekauft, hör mal. Ey, und jetzt kommt da kein Tropfen Wasser raus, so eine Scheiße. Irgendwie ist total am Arsch. Ich bring das zurück. Okay. Die Kamera, ne? Okay, Leute, ich hab heute wieder einen endgeilen Prominenten eingeladen. Vielleicht kommt ihr drauf, scheiße, aus welchem Land der rauskommt. In dem Land, wo der ist, wo der rauskommt, da kann man ruckzuck vom Kellerwäscher zum Militär werden, ne? Natürlich, die Vereinten Staaten von Amerika. Es ist der US-Rapper J.J. Cooley. Hallo! Hey, Ricky! Hey! Yo, yo! Hey, hör mal! Ja, ich hab. Danke, Leute, danke! Hey! Ich hab ein Gift für dich! Gift? Ey, willst du mich umbringen, du Arsch, oder was? Present, Gift, ein Geschenk! Yo! Ach, Geschenk heißt Gift? Das ist ja geil, hör mal! Also, ey, macht auch voll Sinn! Gift als Geschenk, weil es der eine dem anderen Gift. Yo! Okay. Hör mal, warte, jetzt sag mal nix, ey! Das ist so ein bestimmt. Ein Symbol für irgendwas. Oder sagt nix. Das ist ein Symbol für irgendwas. Yeah. Ich freue mich total. Yeah. 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 Ey, sowas Geiles geschenkt hast. Danke. Hey, hey, hey. Danke. Come on. Ich wollte schon immer, Vorsicht. Oh. Ich wollte schon immer ein Symbol für was haben. Irgendwie. Jetzt habe ich eins. Hör mal, J.J. Cooley. Das ist ein total geiler Name. Aber irgendwie kann ich mir den nicht merken. Kann ich zu dir Kuli sagen. Kuli? Ja. Hey, meine Freunde nennen mich Pelikan. Pelikan. Ist auch geil. Okay, also. Hör mal, Schreibgerät. Du hast ja im Moment. Pelikan. Pelikan. Ja, ist ziemlich schwer für mich irgendwie. Okay, also, GH. Du hast ja eine total große Hose an irgendwie, ne? Wo ist denn die? Hör, zu kalt gewaschen. Die ist mir aufgelaufen, ja? Ich weiß auch, wo du die her hast, so coole Rapperhosen, ne? Die gibt's. Hast du bestimmt aus dem Ghetto? Nee, aus dem Karstadt. Aus Karstadt? Hör mal, ich dachte, du bist aus New York irgendwie. Yo, that's right, Ricky, aber hör mal, ich komme aus Queens. Ja? Geil, Queens, ey, da kennst du bestimmt auch Prinz Charles, ne? Was? Der total geile Söhne, viel hier, egal. Yo. Hör mal, du bist ja ein total cooler Rapper, ne? Und die coolen Rapper heute, die fahren ja auch immer voll die geilen Schlitten irgendwie. Hey. Hast du auch so ein geiles Auto? Was fährst denn du? Benz, Mercedes. Ey, kannst du aber von Glück sagen, dass der Ben dir sein Auto leiht, oder? Es ist total wichtig, dass man Freunde hat. Was ist? Das kannst du mir glauben. Echt, musst du total aufpassen, wenn der Erfolg kommt. Ich hatte auch mal total gute Freunde. Weißt du, wie die heißen? Tick-Tack. Tick. Ey, schon so spät? Ey, scheiße. Da hatte ich noch so viele Fragen. Ich wollte dich fragen, ob du Haschisch beklaust oder ob du auf offener Straße Leute rauchst. Andersrum. Hast du beklappt oder was? Ja, warte mal. Moment, ey. Ja, aber so kriege ich ja gar nicht mehr mit, was du hinter meinem Rücken irgendwie für Schabernack machst. Das ist auch scheiße. Hör mal, du hast doch wohl nicht nur das mitgebracht. Du wirst doch auch noch was anderes mitgebracht haben, yo, oder? I wanna do a performance. Ich habe ein neues Album produziert, ja? Provoziert? Nee, ich habe es letzte Woche fertig gemacht. Ey, du bist total cool. Erst provoziert und dann fertig gemacht, ey. Hier, ne? Anyway, ich meine, ich hatte auch Probleme, die Worte zu finden, aber ich meine, das muss ich dir ja nicht erklären, ne? Ja, wem sagst du? Das ist ja sonst keiner hier. Ja, okay. Okay, take it easy, okay. Mach ich. Ja, check it out, come on. Geht's los? Yo! Okay, hey, come Leute. On. Yo. Los geht's. Let's go,
Begriffe, Nummer eins der ersten, was am schwersten, in meinem Kopf einer der leersten. Dabei wolltest du doch nur berühmt werden. Ja, ja, doch mein Hirn, meine Ferien. Ha! Das hat ja vorher doch oft funktioniert. Ich war recht irritiert, um nicht zu sagen schockiert. Ich wollte nur einen Reim. Huh. Ich glaube, das Letzte. Ja, so wurde Strophe Nummer 1 die Letzte. Hey, du stellst dich scheiße an. Strophe Nummer 1. Du stellst dich scheiße an. Und ich glaube daran, dass es ewig dauern kann. Huh. Du stellst dich scheiße an. Ich glaube daran, dass es ewig dauern kann. Du stellst dich scheiße an. Ich glaube daran, dass es ewig dauern kann. Ja, huh. Kulli, total geil, oder hier voll imprägniert, so aus dem Raureif. Okay. Yeah. Ich kann da nur sagen, thank you very much. Much? Yeah. Much? Much? Wo, ey? Nicht alles dreckig machen hier. Okay, Leute, super, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn ihr meine Freunde werdet, werdet ihr dabei beim Pop-Up.